Auf deiner Seite steht, dass du daoistische Priesterin und Hohepriesterin des Mengtang-Tempels bist. Der heutige Daoismus ist bei uns nicht gerade für Sexualität bekannt. Wie passt dieser Umstand zu deiner Ideologie? Ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber ich versuche dazu verstehen, ich versuche dazu antworten. Und dann diese heutige Zeit, dieser Taoismus, ne? Das ist die mit was ich vertreten, die alte Ursprungwissen ist ganz, ganz weit. Das hat sehr Zeit, hat sehr, sehr viel Zeitlücke war gewesen. Das ist nicht umsonst damals die Bücherverbrennung, nicht nur in China, sondern eigentlich ganz Welt, Altkultur, überall. Ne? Und insofern ist sehr, sehr viel Urwissen verloren gegangen. Dieser alte Taoismus ist wohl, sehr, sehr wohl mit Sexualität zu tun. Aber natürlich als normaler Menschen kann man sehr schwer zu verstehen. Da muss wir einfach diese Prinzipien von dem Taoismus verstehen. Ne? Und diese Yin und Yang. Und aus Ursprungwissen war, dass es ein Chaos steht. Ne? Und dann fang an, von einem Chaos bildet Yin und Yang. So wie das ist die Universalgesetz. Und dann die Yang-Energie ist symbolisiert Himmel und die Yin-Energie symbolisiert Erde. Da die zwei Energie kann man auch verschmelzen, gerade weil das ätherisch ist, das kann man so einander verschmelzen, dieser Verein. So passiert einfach aus unserer Natur. Aber wir sind Menschen, wir sind physisch. Wie kann Menschen physisch einander diese Energie zu vereinen? Da geht nicht anders. Nur kann durch unser schlechtes Organ. Sofern, dass diese Sexualität, diese Vereinigung, ist eigentlich, das ist so wie universale Naturgesetz von Yin und Yang. Nur, das ist eine sehr, sehr heilige Sache. Nur uns als Menschen, besonders in moderner Zeit, immer mehr, hat diese sehr heilige Sache schmutzig gemacht. Das ist, was ich versuche, dich ja, so einfach zu erklären. Ich weiß nicht, ob du einigermaßen verstehen kannst. Ja. Ich glaube, dass in Europa die Sexualität nicht als heilig angesehen wird. Ah, ich denke, das ist genauso. Ich habe genauso Meinung. Weil manchmal ich Privatleben mit meinem Mann auch sehr viel, ne, und auch zu solchen Party und so weiter, das merke ich sehr stark. Weil dieser Hintergrundwissen von Sexualität fehlt. Das überall wurde verboten oder zugedeckt. Ne? Sofern, dass so ungefähr 10% Menschen schon sehr offen von der Sexualität. Aber das ist alles nur oberflächlich. Ne? Das ist so normaler, so von normalem Tagstress, wollen Stress abbauen oder einfach Geilheit und so weiter. Ne? Körperliche Befriedigung und so weiter. Dadurch hat komplett Sexualität schmutzig gemacht. Das liegt gar nichts bei der Sexualität. Ne? Ich kann einfach ein Beispiel, so wie eine Lotusblume. Das in meinen Augen, das ist Sexualität. Ne? So wie eine Lotusblume. Wunderschön und auch sehr rein. Aber kaum 10% solche Fliege, ne? Rum das rum und so weiter. Hat das total schmutzig gemacht, aber normale, so andere 90% Menschen wissen das ja gar nichts, was ist das, sondern sehen nur die Fliege, überall fliegst und automatisch gedacht, ja, das ist nicht gut, das ist schmutzig, ich bloß nicht anfassen, nur muss meine eigenen innerlichen Emotionen muss auch runterdrücken, ne? Was ich eigentlich sehr gerne frei leben müsste, ich müsste auch schön genießen kann. Von der Sexualität. Aber nein, das Sex für mich geht darum, nur für eine Kinder zu zeugen oder meinen Mann zu binden oder eine Frau zu bekommen. Das alles. Aber deswegen diese Reinheit, die Wissen von Sexualität, ist gar nichts bekannt. Insofern, ich finde, das ist gerade durch mein Projekt. Ich wollte ein Symbol für die reine Sex darzustellen.
Insofern, das machen meine Projekte schon sehr wertvoll. Ja. Aber was ist das eigentlich Heilige am Sex? Warum wird Sex irgendwann heilig oder wie kann ich ihn heilig machen? Weil das ist die Geheimnisschlüsse. Durch sexuelle Vereinigung kann man dadurch eine Blume entfalten. Diese Blume heißt Liebe. Weil Liebe ist eine höhere Energie, ne? Und dadurch diese höhere Energie zeugt spirituelle Entwicklung. Und dann, weil diese Liebe total verdeckt ist, sofern Menschen suchen etwas anderes, weil er diese Liebe nicht bekommen kann. Ne? Sofern das ist, suchen Geld, suchen Macht, ne? Begehrt nach Schönheit oder so Shopping zu gehen oder schöne Essen zu haben oder vielleicht eine wunderschöne Wohnung zu haben oder einen tollen Job. Ne? Weil das ist die Hauptsehnsucht nach etwas fehlt. Und dann das macht Sexualität, diese Schlüsse, gerade durch diese Sexualität, diese Schlüsse öffnen kann. Das ist die Tür, Tür zum die höhere Schöpfungskraft. Eigentlich das ist Liebeskraft. Ja. Und die Suche nach Liebe treibt ja irgendwie alle Menschen an. Aber kaum einer findet die Liebe. Ja, das ist sehr komisch, ne? Ja, weil diese Liebe, wenn du nach außen zu suchen, wirst du nie finden. Das findest du nur bei dir selbst, nach innen. Ne? Gerade durch diese Sexualität, Offenheit, kann man das hier untere Bereich, diese untere Chakra eröffnen und dann transformieren, das ist aus einer Liebesenergie. Nur wenn du das Herz bereit, das ist dein Herz zu öffnen, für andere Menschen zu öffnen und auch sexuell öffnen, dann findest du das. Das ist gerade, was ich vorhin gesagt habe, dieser Pyramide-Prinzip, diese Energie von der sexuellen Energie geöffnet und wiederum, dass sie nach oben gesteigt auf Liebesenergie umgewandelt hat. Ja.